Schnibbel die Stab und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und Manchester City. Heute im zweiten Pflichtspiel gegen Stoke City. Und eine Sache interessiert mich, was hat denn das Büro hier noch zu merken? Oh, André Correa ist natürlich auch wieder ein richtig genialer Mann. Ah, komm, den beobachten wir mal, der könnte... lol. $1,3 Millionen für den 18-Jährigen. Ich könnte mir vorstellen, den halt zu leihen und dann danach für 4 Millionen festzuholen. Der ist schon eine Mille wert mit 18, ne? Das ist schon übel. Müssen wir halt trotzdem im Auge behalten. Der ist schon geil. So, zwei neue wieder in der Elf. Das macht natürlich unser Spiel jetzt nicht unbedingt stärker. Das könnte auch sein, dass das jetzt ein bisschen leiden muss darunter, dass wir andauernd unsere Mannschaft switchen. Jetzt sind nämlich Perejo und Griezmann neu in der Mannschaft. Unser Team wahrscheinlich sagt, Gott, andauernd verkaufst du und kaufst du neue. Und ich bin ja eigentlich noch nicht fertig. Ich würde gerne noch einen Innenverteidiger eigentlich holen. Mit Parejo und Pogba, ja, Parejo ist halt auch schon ziemlich alt. Aber war halt bei Valencia der Mittelfeldregisseur und hat eine große Körperstärke. Ich baue halt darauf, dass er halt mehr die guten Pässe spielt, also noch bessere als Pogba. Wir springen rein in die Partie. Ja, wie ich bereits gesagt habe, ich hoffe halt sehr auf ein unglaubliches Spiel von Parejo. Und Griezmann ist ja jetzt auch gekommen, kann auch linkes Mittelfeld spielen, ich habe es mir schon angeguckt. Und der Typ wird also wahrscheinlich schon einschlagen, hoffe ich doch. Also Griezmann ist jetzt bei uns. Shaqiri ist bei uns. Christian Eriksen zum ersten Mal in der Startelf, obwohl er verletzt ist. Wir haben so viele Spieler inzwischen. Also das sind drei neue in der Elf. Christian Eriksen hat ja noch kein Spiel gespielt, ist ja direkt verletzt gewesen. Das war übrigens gut für uns, so war er unglaublich günstig. Ja, mit dem Fünferkette, also mit dem Mittelfeld müsste ich jetzt eigentlich zufrieden sein. Eriksen, Griezmann, Shaqiri, Parejo, Pogba, das müsste eigentlich ein starkes Mittelfeld sein. Ich finde den Tausch von Fernando und Parejo eigentlich ziemlich klug. Sind halt drei Jahre jünger, ne? Parejo und nur ein Punkt schlechter und ist halt ein Abräumer, ist halt Pogba. Zumindest ist das die Meinung von euch gewesen und Parejo ist dann eher so der Aufbauspieler. Also würde Parejo wahrscheinlich Sinn ergeben, ne? Er hat eine Übersicht von 96 oder so, also der wird echt Pässe schlagen wollen. Über den werde ich nicht viel laufen. Der hat aber eine riesen Ballkontrolle auch mit 94, also das macht dem echt keiner was vor, deshalb lass schöner, der ist schon stark. Ist halt langsam, ja, das stimmt schon, aber ein Passgenie sollte man meinen. So, Stadion ist gerade ruhig. Parejo. Oh ja, das war schon schön. Ist halt jetzt nicht ein schneller Spieler, das muss man halt auch mit berücksichtigen. Versucht halt schon das Spiel aufzubauen, hat gerade gesehen, der hat schon Fingerzeig in die Richtungen gegeben. Griezmann hier schon zweimal direkt dran am Mann. Parejo, starkes Stellungsspiel. Christian Eriksen, erster Pass vergeigt fürs Team. Rekik darf da nicht pennen, tut er aber kurzzeitig, bleibt da kurz stehen. Starker erster Zweikampf. Stadion ist noch ziemlich still.
Eriksen, der ist super schnell mit Ball. Stark Überblick nochmal auf Shaqiri. Und dann geht der Ball nochmal raus auf Eriksen, in der gelegt wird. Dann gibt es einen Elfer. Pogba ist ein Idiot. Das war stark. Das war richtig, richtig stark von Pogba. Leider, leider ein bisschen langsam, aber stark. Dann setzt er ihn gut unter Druck. Also wie gesagt, mal schauen, das wird bestimmt eine sehr schwere Saison werden. Aber ich werde mich wahrscheinlich auf die Spiele auch mal einspielen können jetzt. Es ist nämlich jetzt wirklich so die Aufstellung, die ich eigentlich behalten möchte. Parejo, der ist ein Passspieler vom Herrn. Ganz, ganz starker Pass auf Christian Eriksen. Schade, hätte ich direkt abziehen sollen in die Torwart-Ecke. Da ist Parejo und natürlich holt er sich den Zweikampf. Benzema auf Griezmann. Hatte ich halt nicht viele Möglichkeiten gerade. Eriksen, Ecke. Also Stoke unter Kontrolle haben wir auf jeden Fall. Aber die Spieler, ich muss mich halt noch einspielen, denke ich mal auch. Die englische Liga wird natürlich auch schwer. Das war ein Schüsschen. Mongolor war das. Nee, Pogba war das mit dem Schuss. Shaqiri auf Eriksen. Der Versuch des Tunnels, man hat es gesehen. Ich habe das wirklich gewollt. Extra schön platt den Ball geschossen. War auch gute Reaktion vom Keeper. Mag es ja kaum für möglich halten, aber auch die englischen Keeper sind nicht so schlecht. Danilo stand echt gut. Und das war stark. Und bis die alle eine Form haben, wird aber noch viel, viel Zeit vergehen. Wird schon anstrengend sein. Das war ein Fehler. Der nicht bestraft wird, Gott sei Dank. Eriksen hier mit Tempo am Fuß. Benzema. Und das ist Griezmann bestimmt. Stark rausgelegt auf Shaqiri. Und der kann der dribbeln? Jetzt mal ohne Witz. Ich drücke das andauernd und der macht da nichts draus. Jetzt frage ich mich halt, ob er es kann. Ich denke nicht. Willst du mich verarschen? Dann tu das doch. Benzema macht das doch auch am Fließband. Wenn ich es drück. Lass doch Eriksen daran. Ist so viel schneller als du mit Ball. Freistoß. Gute Position. Benzema-Style. Wobei, das ist gar nicht so eine starke Position zum Freistoßschießen. Na egal. Warten wir mal ab. Das ist Benzema. Benzema. Wobei mit Christian Eriksen müssten wir eigentlich noch einen besseren Freistoßschützen jetzt im Team haben. Parejo, der hat mir bis jetzt super gefallen. Griezmann jetzt. Ah, dribbeln kann er, das finde ich gut. Bin ich ja generell ein Riesenfan von. Gute Parade leider. Aber stark gespielt. Schön gepasst über Parejo und Pogba. Griezmann, Clichy. Benzema natürlich wieder da einer zwischen. Zwischen. Immer ist da einer zwischen, die uns die Schüsse momentan abblocken. Jetzt aber ist da drin. Mangala, der Innenverteidiger. El Capitano 1:0. Man City führt. Verdient. Wir machen mehr fürs Spiel.
Und mir gefallen momentan gegen Stoke unsere beiden Sechser in der Kombination. Perejo ist ein super Mann. Das ist so ein Sechser, den ich mag. Jetzt habe ich halt einen geholt, den ihr wollt, mit Pogba, und den anderen habe ich geholt, weil ich den wollte. Perejo ist halt mein Sechser, den ich haben wollte. Wir werden ja mal sehen, wer von den beiden am Ende die bessere Saison spielt. Jetzt könntet ihr sagen, jetzt spielst du mit Absicht mit Pogba scheiße und mit Perejo stark. Abwarten. Perejo ist halt, die sind halt vom Spielertyp komplett anders. Der eine ist halt mehr der Defensive, der andere mehr offensiv. Aber Pogba hat jetzt momentan gute Stellungsspiel. Perejo stark. Na klar stark, was auch sonst. Benzema, Eriksen. Perejo, jetzt muss ich gucken, wo hier einer gut steht. Und da, ganz, ganz stark auf Shaqiri gespielt. Er ist halt ein Mann, den du gebrauchen kannst. Bitte nicht. Bitte nicht. Aber das war ein böses Foul. Das war ein richtig böses Foul. Bitte steh auf. Also Perejo, diese Pässe von ihm, die sind halt genial. Der hat halt 93 Übersicht oder so. Und Shaqiri hat sich wirklich schwer verletzt, als ich gedacht habe, scheiße. Ja, kommt ein schnellerer Einsatz von Shaqiri. Ja, wir brauchen noch einen Ersatzspieler im Mittelfeld noch. Im Außen, wenn sowas passiert. Dann Griezmann sich nämlich noch verletzt zum Beispiel. Aber das wird böse sein. Wir gucken mal, wir haben eigentlich gute Freistoßschützen jetzt im Team. Guckt euch das an. Aber wir haben Eriksen, der kann sogar noch besser Freistöße schießen, als das Benzema kann. Der war abgefälscht. Er war stark getreten. Wäre er bestimmt. Ja, Shaqiri hat das eben noch gemacht. Jetzt nicht mehr. Mangala ist jetzt nicht dafür bekannt, ein unglaublich geiler Mann am Ball zu sein. Benzema! An die Latte! Perejo. Schwacher Schuss, aber versucht. Na klar. Das war schwach. Das nicht. Klischee stark. Halbzeit. Muss sagen, Perejo, super Spiel bis hierhin. Schöne Kombination. Über Pogba und Perejo funktioniert das Spiel von uns sehr, sehr gut. Perejo dementsprechend auch ganz, ganz starke Wertung bekommen. Mangala, na klar, auch wegen seinem Tor. Eine Torvorlage geht natürlich an Shaqiri. Scheiße, dass er so früh raus musste. Scheiße, dass er schwer verletzt ist wahrscheinlich. Das ist sehr, sehr schlecht für uns. Kick. Das war stark vom Stellungsspiel her. Abseits. Ich habe mich schon gefragt, warum konnte der so unglaublich gut da stehen? Aber ich denke, großes Abseits war es jetzt nicht. War schon gut gestanden von Stoke. Lopez, überbewertete kleine Spartenkind-Spieler. Auf dem Flügel haben wir halt nicht so genial, die Spieler. Also als Ersatz zumindest nicht mehr. Perejo, na klar, der kann natürlich passen und. Lopez kann das nicht. Das ist scheiße, das ist ärgerlich, damit müssen wir halt leben. Boah, das war schon stark, wie der sich da den Zweikampf... Wie konnte der denn beide besiegen im Zweikampf? Aber der geht weit, weit, weit an allen vorbei. Das ist halt Griezmann, der ist Linksfuß. Interessant. Christian Eriksen, Perejo mit seinen wunderschönen Pässen. Na klar, das kann er ja. Griezmann, Perejo. Eriksen jetzt am Ball. Perejo. Mal ein bisschen laufen darf hier über die Außen. Schöner Ball auf Benzema. Passen jetzt mal ein bisschen hin und her, ja, ich weiß. So wird kein schöner Fußball gespielt, so aber schon. Wunderschön, 2:0.
haben wir dann doch mal die Kombination gesucht. Benzema hat sich dann gut freigelaufen. Der erste Schuss wurde abgefangen, der zweite nicht. 2:0 verdient. Pogba hier. Da stand Benzema dann einmal gut. Und dann nutzen wir das auch aus. Aber er hat sich nicht sicher. Nehme ich den an? Schieße ich? Nehme ich den an? Und dann hat er sich den Dropkick entschieden und die wechseln. Deswegen ist das auch wieder unterbrochen. Im letzten Spiel war das ja ähnlich. Da hatte sich dann wieder verletzt gehabt. War ja auch ein super Spieler. Defensiv vielleicht nicht so geil. Auch wenn er auch schon viele Zweikämpfe gewonnen hat heute. Aber er ist mehr so ein Abräumer. Mehr so ein Spielmacher-Typus. Lopez schön dazwischen gegangen. Ja, kann Stoke da nochmal was machen? Das ist halt die Frage. Das war kein Abseits. Pogba und Eriksen waren das gerade in Kombination. Und jetzt Lopez. Lopez ist halt schnell. Ist halt wirklich... Ich fand da ziemlich beschissen, dass Eriksen dahin musste. Wahrscheinlich, weil er am Abseits war. Mamdouf kommt rein. Interessant, dass der Hannoveraner halt... Oh, Pogba, typisch wie und je. Guter Zweikampf. Kannst du nicht meckern. Eriksen. Pogbas Pässe sind noch gewöhnungsbedürftig. Mangala, schöner Zweikampf gewesen. Joe Hart hat den halt locker. Griezmann, wenn den Ball schneller bekommt, also weiter gespielt bekommt, dann wird das richtig stark. Das war wirklich gar nicht schlecht gerade von dem Mann hier. Griezmann wunderschön gespielt auf Benzema. Ecke. Ball hätte ich auch einfach rauslegen können. Lol, Benzema tritt die Ecke selbst. Ziemlich verarschen. Benzema tritt die Ecke nicht. Eriksen tritt die Ecke rein. Pogba. Der Volley war nicht gut. Passiert. Abhaken. Weitermachen. Manchester City führt immer noch mit 2:0. Viel spielen müssen wir hier nicht. Wir werden jetzt einen Ticken defensiver. Ja, mit nur 1,80 bist du halt nicht riesig. Parejo ist halt jemand, der springt auch mal zwischen die Leute rein und haut denen das Standbein weg. Das war schon nicht übel. Gefiel mir gut. Lol, wenn er den reingemacht hätte. Joe Hart hat super lang Zeit, um auf den Ball zu reagieren. Das war eine gute Kombination eigentlich. Und das ist Parejo, fast mit seinem ersten Saisontor. Nuzzi hier mit seinem Schuss. Und dann der Pfostentreffer. Wir können übrigens nochmal wechseln hier. Christian Eriksen geht übrigens nicht raus, weil er verletzt ist. Wie die Leute dann vielleicht vermuten werden wollen, wie auch immer, bla bla. Parejo hat viel Ausdauer verloren, ne? Ja, egal. Beiden Wechsel, die wir machen, finden in der Offensive statt. Mitchell Dia und Romelu Lukaku kommen rein. Christian Eriksen in seinem ersten Spiel ganz stark. Trotz Verletzung. Ich muss sagen, er ist ja immer noch angeschlagen. Und Elia Parejo, na klar, der kann halt passen. Das ist halt für den easy. Der drückt halt den Ball einfach mal darüber. Boah, der war geil. Leider ist Lopez technisch eine Pfeife. Ist er.
Mann, ey, da kriegt Griezmann noch Punkte abgezogen für so einen geilen Pass. Eigentlich hätte der dafür in den Himmel gelobt werden müssen. Der hat ihm mit dem Außenriss gepasst, dass der so fliegt. Und so ein Lopez-Graupenspieler ist natürlich dann der Mann, der dann nicht geschissen bekommt und auch hier wieder zu langsam ist. Gott. War ein guter Ball. Das auch, aber Mangala ist halt ein starker Verteidiger. Wunderschön gemacht. Griezmann. Das war schön gespielt auf Lopez. Lopez, drin das Ding. Und wer hat die Torvorlage gespielt? Natürlich Mitchell Elia. Und er macht das mit seinem schwarzen Fuß, wenn ich mich nicht irre. Die Frage ist halt jetzt, ist er Linksfuß oder Rechtsfuß? Ich weiß es nicht. Er macht halt die Pässe immer mit links, also vermute ich, dass er Linksfuß ist. Das war wunderschön gemacht. Ich bin sehr stolz. Vor allem auf Elia, der da die Ruhe weg hat. Das war eigentlich mehr Elia als... Ja, der hat halt die meiste Arbeit an dem Tor gehabt. Und Griezmann natürlich, der in sich immer die Bälle holt. Das ist schon richtig geil. Parejo. Fast. Griezmann und Elia. Elia ist halt fucking schnell. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnt haben. Das hat man gerade nochmal gesehen. Der ist wirklich ein Blitz am Ball. Pogba. Der sich hier selbst nochmal ausbremst. Mani Parejo, der kann halt nicht mehr und das ist nix. Vorbei, die Partie. 3:0. Das zweite Spiel gewonnen. Das hier aber deutlich besser gespielt. Mit einem eurer Wunschspieler mal wieder, mit Griezmann. Und der hat richtig überzeugt, finde ich. Der ist Linksfuß, aber was für einer. Da spielt er den Ball mit dem linken Fuß quer über die ganze Spielfeldhälfte. Und der Ball dreht sich sogar so, dass der noch nach vorne fliegt, sodass Lopez eigentlich den Ball perfekt annehmen kann. Kriegt es nicht gebacken. Egal. Am Pass kann es nicht gelegen haben, der war nämlich geil. Insgesamt hier eine super Partie wieder hingelegt. Eriksen hat mir super gefallen. Stoke hat halt lange gut gemauert gehabt, aber insgesamt waren wir halt das stärkere Team. Eriksen super gespielt, der bekommt von mir noch eine andere Trikotnummer. Richtig geil, unsere Mannschaft mit Shaqiri und so. Schade, dass er sich verletzt hat. Benzema, super Spieler heute wieder, auch mit dem 2:0, richtig schön gemacht. In Szene gesetzt von Pogba. Parejo aber auch richtig geil, hinten alles gelenkt und Griezmann, richtig guter Spieler. Der hat sich gelohnt, das hätte ich nicht gedacht, dass er so stark ist. Ich habe den irgendwie nicht so auf dem Zettel gehabt, dass er so geil ist. Klar, es ist nur Stoke. Kann man jetzt halten, wie man will, aber wir haben trotzdem gut gespielt. Wir haben sehr viel Ballbesitz gehabt. Das ist Pogba und Parejo zuzuschreiben. Die haben halt unglaublich viel Bälle verteilt. Parejo vor allen Dingen, der hat das ganze Spiel eigentlich dirigiert, hin und her gepasst. Und Eriksen, ich glaube, der Freischuss wäre richtig geil gewesen. Wenn der nicht an die Schulter fliegt, ist der, glaube ich, drin im Kasten. Das ist schon richtig gut. Und die Latte, also wir haben schon verdient gewonnen. Muss man ganz klipp und klar so sagen. Alles andere wäre eine absolute Fehleinschätzung. Dann hier Pogba, Benzema. Wie er den dann noch Volley fischt. Das kann halt nur ein Benzema, beziehungsweise er hat halt 89. Oder 88 nur, ne? Boah, das war aber schon knapp hier. Das wäre das 1:2 gewesen. Dann wurden sie halt ein bisschen stärker. Der war wirklich knapp. Ich habe den eigentlich noch knapper gedacht. Mussten wir echt aufpassen hier. Und Parejo, der hat super gespielt für sein erstes Spiel. Der ist dazwischen gewesen. Wenn man das überlegt, was der eigentlich geleistet hat, dann... Und der Pass von Elia war natürlich Sahne auf Lopez. Da kommt der rein und dann... Elia ist halt ein super offensiver Mittelfeldspieler. Der wird noch richtig stark. Da macht er dann direkt eine Torvorlage wieder. Diesmal als 10, nicht als 6. Pogba ist ja mehr die 6, Parejo mehr die 8. Das war schon richtig geil. Torvorlagen.
Ja, das ist halt verdiente Wertung. Ihr seht hier, guckt dir mal die Pässe an. Parejo und Pogba, was die an Pässen rausgeklatscht haben, das ist schon der Wahnsinn. Und Griezmann richtig stark. Clichy heute mit seinem besten Spiel zusammen. Auch Danilo mit seinem besten Spiel. Das war auch schon richtig geil. So stark Danilo, das ist schon seltenheitswert gewesen. In den Testspielen halt gar nicht so stark gewesen. Der Verein ist sich nicht sicher. Ich würde den schon gern haben. Ach, ich will den noch leihen. Und dann halt... für 5 Millionen. So, komm, jetzt hauen wir hier echt einen raus, geldtechnisch. Oh, wie lange? 9 Tage, Gott sei Dank, das war echt kurz. Da alles okay. Ja, Zuccolini. Ich habe Parejo auch nicht geholt, weil der so schlecht ist. Brauchen halt noch einen Verteidiger eventuell. War Rikik heute mit einer starken Partie gewesen. Wobei es ging. Ja, egal. Dann holen wir uns halt zum Winter hin. Wird ja nicht so einen riesen Marktwertsprung machen, denke ich. Ist nicht zu erwarten, meiner Meinung nach, dass er dann so einen riesen Marktwertsprung macht, dass der unbezahlbar wird oder sowas. Aber Parejo, den kann man schon mal bringen. Das waren 3 Debütanten, dass man überlegt, dass wir das Mittelfeld ja wieder komplett umgestellt haben, ne? Dafür ist das dann schon ganz schön stark, wenn man das immer bedenkt. Ach, die Euroleague, klar. Aktuelles aus der Türkei. Ja, Cana Erkin, der ist schon ziemlich geil, finde ich. Bruno Fernandes, dass der halt... ist doch nicht Türkei. Mich verarschen. Das ist in Italien. Türkei. Das auch aus. Nee, Defensive halt nur Außenverteidiger, aber starke. Das sind schon nicht so schlechte Spieler. Ja, da lohnt sich aber für uns erstmal nichts. Eigentlich interessiert mich nur eine Verteidigerposition. Vermutlich zumindest. So, Devante Cole. Nehme ich an. Viel Spaß bei deinem neuen Auftrag, Arbeitgeber West Brom. Nicht so schlecht. Ist natürlich immer cool, wenn man dann für so einen Verein anspielen kann. In Anführungszeichen. Ah, ist natürlich schwierig, gerade da was zu bekommen. Guck jetzt einfach mal bei jungen Verteidigern. Ist jetzt egal. Wir gucken jetzt einfach mal bei jungen Verteidigern so bis 21. Muss ja wohl irgendwas sein. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, da haben wir doch schon welche. Ja, nur wenn man im Wasser spielt, heißt es nicht, dass man gut ist. Das konnte man gerade wunderschön sehen. Gucken wir einfach mal. Wie viel bist du denn wert? Ein junger Verteidiger, der was drauf hat. Das ist natürlich dann schwierig, immer sowas zu finden. Wir werden da nichts Besseres als Son Goku finden, wenn ich mal ehrlich bin. Das ist eigentlich eine dumme Sache, dass ich überhaupt gucke. Ich denke, wir behalten das Geld, was wir haben. Gucken mal, freie Spieler. Der da so gelistet ist. Generell mal gucken. Oh, so viel ist da eigentlich gar nicht gelistet. Interessant. Kann denn so einer noch? Dass da so einer dann noch auf der Liste steht. Schon echt übel im Mittelfeld. Ist ja eigentlich keine mega starken Leute. Das ist schon übel mit 19. Das ist schon übel mit 19, aber der wird wahrscheinlich, keine Ahnung, 64, 65 haben, irgendwie so einen Wert. Um den Dreh.
ist natürlich unglaublich schnell. Oh, der hat aber auch eine dicke Ballkontrolle. Ne, ich glaube nicht, dass der was taugt, wenn der auch nur 7000 Mark geheilt hat. Ah, das war's. Schade drum. Ich denke auch mal, wir haben genug ausgegeben und geholt und gekauft und schieß mich tot hier. Wobei. Es sind halt nur Marco Reus. Da sind halt fast keine Außenspieler bei, ne? Weil wir halt nach Freistoßspezialisten noch mitgucken. Da findest du dann halt auch mal keinen. Wie auch. 59 Millionen für den einen Typen, na, das habe ich nicht gecheckt, das ist viel zu teuer gewesen. Aber dass der kommt, ist natürlich klar. Als noch Ersatzspieler wird wahrscheinlich um die 60 haben, mehr nicht. Anfang 60. 64 ist ein okayer Wert. Dafür, dass er halt quasi gar nichts gekostet hat. Kann man voll und ganz mit leben. War echt der letzte Transfer. Adam Dewey. Ach ja, den habe ich auch auf die Transferliste gesetzt. Oh ja, viel Spaß. Den unbedingt haben wollt. Ich weiß gar nicht, für was ihr den benutzen wolltet. Das habe ich eigentlich noch auf der Wunschliste drauf. Ach, Pete Bonavazia. Ja. Eigentlich sonst gar nichts für die Außen drauf. Aber John Moutinho kann ich ja jetzt streichen. Weil ich Parajo hab. Interessant an der Stelle irgendwie. Nö. Brauchen eigentlich nichts mehr. Ist normal 600.000 draufgegangen. Klar, der Typ ist verkauft. Wir haben ja noch Sinclair. Dann werden wir einfach mal Geld sparen und gucken, dass wir vielleicht im Winter noch einen größeren Transfer machen können. Das wäre doch was. So einen richtig großen. Stellt euch das vor. Wir warten jetzt ein bisschen bis zum Winter ab. Und gucken dann, ob wir nicht noch einen größeren Transfer uns leisten können. Dann vielleicht die Linksverteidigungsposition nochmal ausbauschen. So, jetzt gucken wir uns alle mal an. Ja. Ist denn hier der erste West Brom? West Ham ist hier gleich. Arsenal ist der erste. Die holen nur Morales und Lever. Ist das Nowell Lever? Da gucke ich gleich nach. Popov und Kouassi gehen hier weg. Da Chelsea holt nix. Iureta. Dzeko ist halt gekommen, ne? Und Levi noch. Also hier wurde viel Geld ausgegeben für die zwei. Touré. Maskimovic und Öztürk, die haben halt 61 Millionen eingenommen, weil die Pogba und Balotelli halt weggeschossen haben. Wir haben für 69 Millionen eingekauft, da ist Songo, oh, Elia, Lukaku, Shaqiri, Danilo bei. Nur die, die halt draufpassen, sind noch mehr bei. Menu kauft nix, Drimmic und Leverkusen eingekauft. Soares und Popov, Silva und Rodrigo und Eriksen halt gegangen für 7 Millionen, Fletcher, Auria. Russelu geholt und Inan verkauft. Rio und Edison. Inan hier ist halt gekommen. Auch in Iran. Und Cole von uns. Scholz. Also der ist für 4,7 Millionen. Okay. Hm. Das sind ja keine Bombentransfers bei gewesen, außer von uns. Hier Liverpool hat halt schon ordentlich verhökert, statt ordentlich zu kaufen. Das ist dann schon... Kann man so machen. Denn für, oh, Suarez ist verletzt. Stimmt, ich erinnere mich. Das ist schon übel gewesen. Ja, da war jetzt nichts Besonderes bei. Aktuelles aus Spanien. Sergio Cana, Alter. Die könnten wir uns für nächste Saison gratis holen, aber der ist halt nicht sonderlich schnell. Gareth Bale, ja klar. Das sind so Spieler, da musst du gar nicht scouten, da weißt du, was sie... Lol, Gareth Bale könnte nächste Saison gratis werden. 240.000, das Geld kann ich bezahlen. Das wäre ziemlich behindert. Wäre aber auch lustig, meiner Meinung nach. Munir können wir nicht richtig einschätzen, ist ein Problem.
Ja, viel gibt's hier nicht zu sehen, schade eigentlich. Und ja, mit einem Blick auf die Tabelle gucken wir nochmal Spieler des Monats, wer das geworden ist. Özil. Boah. So, mit einem Blick auf die Tabelle. Wir sind momentan wegen 7 geschossener Tore Tabellenführer der Premier League. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und Manchester City für diese Woche. Und wir sehen uns also am Montag wieder in alter Frische. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Haut's rein, Leute. Ciao, ciao.